Wir kommen jetzt zu einem neuen vorgezogenen Tagesordnungspunkt. Die Fraktionen sind übereingekommen, den Tagesordnungspunkt 47N nach dem Tagesordnungspunkt, den wir eben beraten haben, hinzuzufügen. Sie sind außerdem übereingekommen, die heutige Tagesordnung um die Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 12639 sowie um die Beratung des Antrags der Fraktionen von CDU, CSU und SPD auf Drucksache 12638 zum Thema Abschiebungen nach Afghanistan zu erweitern und jetzt als Zusatzpunkte 10 und 11 verbunden mit dem Tagesordnungspunkt 47N zu beraten. Widerspruch sehe ich keinen, da gehe ich davon aus, dass Sie alle damit einverstanden sind. Ich rufe deshalb jetzt auf den Tagesordnungspunkt 47N sowie die eben aufgesetzten Zusatzpunkte 10 und 11, Beratung der Beschlussempfehlung des Innenausschusses zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Abschiebungen nach Afghanistan aussetzen sowie Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel sofortiger Abschiebestopp nach Afghanistan und Beratung des Fraktionen von CDU, CSU und SPD mit dem Titel Neue Lagebeurteilung für Afghanistan. Über die Beschlussempfehlung und die beiden Anträge werden wir später jeweils namentlich abstimmen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 25 Minuten vorgesehen. Widerspruch erhebt sich keiner. Dann ist das so mit beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und erteile als ersten Redner dem Kollegen Roderich Kiesewetter für die Fraktion von CDU und CSU das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten haben heute einen bemerkenswerten Beitrag zur Versachlichung der Debatte über Abschiebung nach Afghanistan geleistet. Unser Koalitionsantrag möchte dies aufgreifen und gleichfalls mit dem Antrag ein neues Lagebild für Afghanistan einen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion leisten. Und mir liegt es auch persönlich mit vielen Jahren Erfahrung mit Afghanistan daran, mitzuwirken, dass wir einen Beitrag zur Versachlichung hinbekommen. Blicken wir auf Afghanistan, so ist es schwer, mit mitteleuropäischen Maßstäben zu messen. 32 Millionen Einwohner, über 50 verschiedene Volksstämme, über 40 verschiedene Sprachen und Dialekte, wobei Paschtu, Urdu, Farsi nur die vielleicht bekanntesten sind. Und unter den Volksgruppen uns vielleicht Usbeken, Tadschiken, Hazara oder Paschtunen bekannt sind, vielleicht noch Belutschen. Wenn wir dieses Land betrachten mit 32 Millionen Einwohnern, muss uns bewusst sein, dass etwa 10 Millionen in heiß umkämpften Gebieten leben, aber 23 Millionen Menschen in befriedeten und ruhigen Regionen. Hinzu kommt, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir immer wieder die Lage in Afghanistan betrachten müssen. Und deshalb ist es nur zu begrüßen, dass Bundesregierung und Ministerpräsidenten ein neues Lagebild nach den Anschlägen der letzten Wochen angeraten haben. Wir unterstützen dies, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber gerade weil die Lage so komplex ist, wie ich sie eben vorsichtig und holzschnittartig angezeichnet habe, müssen wir uns auch die Anträge, die heute zur Debatte stehen, anschauen. Und da fällt von vornherein aus meiner Sicht der Antrag der Linken, der mit heißer Nadel gestrickt ist, aus, weil er überhaupt keine Rücksicht auf die Besonderheiten Afghanistans nimmt, sondern ein Pauschalurteil fällt. Und beim Antrag der Grünen, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir ja eine Linie gefunden mit dem Koalitionsantrag, der sehr deutlich das Thema Abschiebungen zunächst aussetzt für die ganz normalen Flüchtlinge, die ausreisepflichtig sind. Aber Ihr Antrag hat einen gravierenden Fehler. Sie setzen mit Ihrem Antrag
das Migrationsabkommen aufs Spiel, das die Bundesrepublik Deutschland mit Afghanistan verhandelt hat. Und dieses Migrationsabkommen hat zu etwas ganz Besonderem geführt. Es führt 18 Mal mehr Menschen kehren freiwillig nach Afghanistan zurück, als abgeschoben werden. Und Sie wollen die freiwillige Rückkehr aufs Spiel setzen. Das halte ich für falsch. Und deswegen ist unser Antrag, glaube ich, die ausgewogenere Lösung. Und ich will das auch mit Zahlen belegen. Im letzten Jahr und in diesem Jahr sind zusammen 3.700 Menschen freiwillig nach Afghanistan zurückgekehrt. Und nicht mal 200 sind abgeschoben worden. Es geht also nicht um massenhafte Abschiebungen, sondern es geht um Abschiebungen im niedrigen dreistelligen Bereich. Und wen schieben wir denn jetzt ab? Der Antrag, für den ich hier werbe, ist, dass wir weiterhin die freiwillige Rückkehr befördern. Das ist ganz wichtig, weil wir nämlich Anreize schaffen, weil wir damit auch gute Zusammenarbeit mit der afghanischen Regierung leisten und Einfluss nehmen können über die Art und Weise, wie mit rückgekehrten Migranten in Afghanistan umgegangen wird. Sie kriegen Förderprogramme. Und was die Abschiebungen angeht, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, wir schieben ab Straftäter, wir schieben ab Identifizierungsverweigerer und wir schieben all diejenigen ab, die als Gefährder gelten. Und das ist doch genau richtig. Und in diese Antwort erwartet auch unsere Bevölkerung. Und ein Letztes. Es war Deutschland, das im Jahr 2001 und im Jahr 2011 Gastgeber war für die Petersberg-Konferenz. Und im Jahr 2011 haben wir uns, einige von uns waren dabei, hat sich unser Land verpflichtet, zusammen mit den anderen 40 Staaten in der Gemeinschaft für Afghanistan, dass wir alle Kraft aufwenden müssen, Afghanistan bis zum Jahr 2024 zu einem normalen Entwicklungsland zu machen. Wir sind weit davon entfernt. Aber wenn wir ständig die Besten aus diesem Land weglocken und einen Braindrain verursachen, ist es genau das Falsche. Wir müssen kluge, gut ausgebildete Leute in das Land zurückbringen, Anreize schaffen. Dann werden wir auch unserer Verantwortung gerecht. Und deshalb rate ich auch dazu, dass wir diesem gemäßigten Antrag zustimmen. Wir werden dann im Juli die Lagebeurteilung bekommen und wir werden dann auch keine pauschalierten Abschiebungen haben, sondern wir werden nach Region und nach Einzelpersönlichkeit und Einzelfallprüfung weiterhin im niedrigen dreistelligen Bereich Abschiebungen vornehmen. Und wir setzen auf freiwillige Rückkehr und auf einen Wiederaufbau von Afghanistan. Das braucht die gesamte Unterstützung unseres Hauses. Und ich bitte Sie darum, dies zu unterstützen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Kollegin Ulla Jelpke spricht jetzt für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kiesewetter, diesen Antrag, den Sie hier heute verteidigen wollen, das ist wirklich ein schändlicher Versuch, auf Zeit zu spielen. Und ich sage Ihnen ganz klar, wir wollen hier heute einen sofortigen Abschiebestopp und wir können das auch ganz eindeutig begründen. Ich möchte Sie daran erinnern, seit fast 2 Jahren, aber besonders auch in den letzten Monaten, haben diverse Menschenrechtsorganisationen, UNO, UNHCR und sogar US-Militär übereinstimmend berichtet, dass Afghanistan nicht sicher ist. Und deswegen, schon deswegen brauchen wir einen Abschiebestopp, völlig klar. Es gibt in der Tat einen ganz kleinen Erfolg. Und darüber freue ich mich, dass Sie endlich mal überhaupt darüber nachdenken, über die Sicherheitslage in Afghanistan. Denn bisher haben Sie es verweigert und da könnte man noch sehr viel zu sagen, mit welchen dubiosen und komischen Argumenten Sie das immer hier wieder verteidigt haben, dass es angeblich sichere Regionen gibt. Sie hören einfach nicht auf die NGOs und schon gar nicht auf die internationalen Organisationen und das ist wirklich ein Riesenskandal. Und jetzt zu den freiwilligen Rückkehren, die hier immer wieder angekündigt wurden, auch von Herrn Kiesewetter. Ich halte es wirklich für zynisch, dass Menschen,
die hier unter Druck gesetzt werden, freiwillig zurückzukehren, weil ihnen nur die Alternative bleibt, entweder abgeschoben zu werden oder aber in Abschiebehaft zu kommen. Es gibt keine freiwillige Rückkehrung in ein Land, wo Krieg und Terror herrscht. Und meine Damen und Herren, das UN-Nothilfe, der Koordinator, hat gerade jetzt erklärt, 9,3 Millionen Menschen leben dort in akuter Not. 1 Million Binnenflüchtlinge, menschenwürdige medizinische und hygienische Versorgung, all dieses, von Hunger sind die Menschen dort bedroht. Und da kommen Sie mir jetzt und sagen, Sie wissen nichts über die Sicherheitslage. Das ist doch einfach lächerlich, was Sie hier machen. Und jetzt zu den Gruppen, die Sie ausnehmen wollen. Also, dass Sie beispielsweise die Freiwilligen, wie gesagt, zurückschieben wollen, dass Sie aber auch Straftäter. Ja, was für Straftäter sind das denn? Sie berieseln die Bevölkerung permanent. Ja, wir schieben ja nur Straftäter ab. Ich habe versucht, die Bundesregierung zu fragen, was sind denn das für Straftäter? Sie konnten keine Antwort darüber geben. Und es gibt genügend Beispiele, zum Beispiel das Nürnberger Beispiel, aber noch viele andere, ich komme da gleich noch drauf zu sprechen, wo man wirklich Menschen aus der Arbeit heraus geholt hat und abgeschoben hat, junge Männer. Und das ist wirklich ein Skandal, dass auch hier immer wieder gesagt wird, ja, junge Männer können ja zurückgeschoben werden. Sie sind besonders bedroht von den Warlords, zwangsrekrutiert zu werden und in den Krieg geschickt zu werden. Und auch das werden wir nicht mitmachen. Und jetzt zu den Gefährdern. Also ich bitte Sie doch wirklich, wenn Sie wahre Erkenntnisse haben, dass dort Bombenleger, dass wir hier welche haben, dann stecken Sie die hier in den Knast und bedrohen Sie nicht zusätzlich die afghanische Bevölkerung und uns auch nicht. Das ist doch ein Skandal, Sie dorthin zu schicken, wo Bomben fallen. Und ich will Ihnen sagen, das, was gerade jetzt auch passiert ist in Nürnberg, ist doch beispielhaft. Der Kollege Mayer tut ganz betroffen über den Polizeieinsatz an einer Berufsschule. Das ist übliche Praxis. Sie haben das beschlossen, dass unbegründete, unangekündigte Überraschungsabschiebungen durchgeführt werden können. Genau das ist das, was Sie hier gesetzlich durchgesetzt haben und nichts anderes. Und das ist unmenschlich und muss total zurückgewiesen werden. Und was ist jetzt passiert? Nachdem die Jugendlichen in der Schule protestiert haben gegen diese Abschiebung, sie wollten diesen jungen Menschen in Abschiebegefängnis stecken. Zum Glück hat das ein Amtsgericht verhindert. Und ich will wissen, wie viele Menschen im Moment in Abschiebegefängnissen sitzen. Zum Beispiel in Hamburg. 4 junge Afghanen. Das ist auch ein Skandal, dass man die nicht freilässt. Und das fordern wir hier auch. Wir wollen auf jeden Fall heute einen Abschiebestopp hier durchsetzen. Es gibt genügend Argumente und Sie kennen sie viel zu gut. Und tun Sie jetzt nicht so. Das ist wirklich zynisch, wenn Sie jetzt so tun, als wenn Sie nicht wissen, dass die Lage in Afghanistan unsicher ist. Es ist wirklich traurig. Das Wort hat jetzt der Kollege Burkhard Lischka für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir debattieren heute Abend wirklich über ein Dilemma, das schon seit mehreren Monaten besteht. Und zwar ein Dilemma in mehrfacher Hinsicht. Das grundsätzliche Dilemma haben wir eigentlich in jedem Asylverfahren. Es beginnt damit, dass wir selbstverständlich sagen, diejenigen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, euch geben wir Schutz. Und das wollen wir auch weiterhin tun. Das prüfen wir dann in ganz aufwendigen rechtsstaatlichen Verfahren jeden Einzelfall mit Anhörung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, mit Entscheidungen, mit Rechtsmittelmöglichkeiten, mit verwaltungsgerichtlicher Überprüfung. Und am Ende steht dann häufig sogar eine verwaltungsgerichtliche Entscheidung. Bedarfst du unseres Schutzes oder kannst du nicht Flucht vor Krieg und Verfolgung geltend machen? Und dann kommen wir jedes Mal zu der schwierigen Seite des Asylrechts, nämlich denjenigen, die nicht vor Krieg und Verfolgung fliehen, zu sagen,
du musst zurück. Und wenn du nicht freiwillig zurückgehst, dann musst du mit einer Abschiebung rechnen, dann werden wir dich zurückführen. Übrigens, auch diese Seite des Asylrechts unterliegt einer kompletten gerichtlichen Überprüfung. Das sind die beiden Seiten unseres Asylrechts. Und ich finde, sie sind auch notwendig. Wir werden ganz generell die nach wie vor hohe Bereitschaft in unserer Bevölkerung, Schutzbedürftige auch in Zukunft aufzunehmen, nur dann erhalten, wenn wir andere, die einen Asylgrund nicht geltend machen können, auch wieder zurückführen. Sonst können wir uns übrigens... Wir können uns sonst übrigens auch das ganze aufwendige Asylverfahren komplett sparen. Das ist aber das erste Dilemma, über das wir hier reden, dass wir Menschen, die aus zum Teil absolut verständlichen und nachvollziehbaren Gründen kommen, dass wir die auch wieder nach Hause schicken, wenn sie eben nicht Verfolgungsgründe geltend machen können. Und ja, das fällt niemandem leicht. Und in Afghanistan kommt noch mindestens ein weiteres Dilemma hinzu. Ich selber war 4-mal in Afghanistan. Und es sind absolut widersprüchliche Eindrücke, die ich mitgenommen habe. Ich habe bei meiner letzten Reise an einem Tag 3 Anschläge in Kabul erlebt. Ich habe dort mit Menschen gesprochen, die Terror selbst erlebt haben. Durch Taliban, durch Warlords, durch Drogenbarone. Ich habe mit Frauen gesprochen, die über furchtbarste Gewalterlebnisse berichtet haben. Aber ich habe in diesem gleichen Land Afghanistan auch in strahlende Kinderaugen geschaut, Schüleraugen, die mir im perfekten Englisch erklärt haben, dass sie mal Arzt oder Manager werden wollen. Ich habe mit Führungskräften aus der Wirtschaft, aus der Landwirtschaft, aus der Verwaltung gesprochen, die mir gesagt haben, dass sie in Afghanistan bleiben wollen, weil sich von Extremisten und vermeintlichen Gotteskriegern nicht ihre Zukunft klauen lassen wollen, so wie es ihren Eltern und Großeltern ergangen ist. Und ich habe an Dorfdschirgas teilgenommen, ja, wo mir Dorfälteste berichtet haben über Taliban-Angriffe, als sie eine Mädchenschule gebaut haben. Aber die mir auch stolz erzählt haben, dass sie erstmals in ihrem Dorf Elektrizität, Wasser haben, Felder bestellen können und ihre Kinder zur Schule schicken. Nein, Afghanistan ist nicht nur schwarz und nicht nur weiß. Es hat teilweise vollkommen widersprüchliche Facetten. Und ja, das ist das Dilemma, wenn man über Afghanistan spricht. Und deshalb sage ich auch, Afghanistan eignet sich nicht für reine ideologisch aufgeheizte Debatten. Und wir werden... Und wir werden übrigens auch diesem Afghanistan nicht gerecht, wenn wir es hier in Deutschland dem Zufall oder dem Aufenthalt in einem gewissen Bundesland überlassen, die Entscheidung, ob jemand zurückgehen muss und wer zurückgeht. Wir haben Bundesländer, die führen keinen zurück. Wir haben Bundesländer, die führen Gefährder und Straftäter zurück. Und wir haben wieder andere Bundesländer, die führen gut integrierte Menschen zurück aus ihrem Job, aus der Ausbildung oder aus der Schule. Ich finde, wir wären alle einen bedeutenden Schritt weiter, wenn wir uns auf einen Kompromiss für die Zukunft einigen könnten, dass wir uns bei Abschiebungen nach Afghanistan konzentrieren auf Gefährder und schwerste Straftäter und nicht gut integrierte Menschen aus den Schulen, aus dem Job auch noch auf die Flieger nach Kabul schicken. Das wäre, glaube ich, ein richtiger und wichtiger Anfang bei einem schwierigen Thema, was sich nicht für irgendwelche plakativen Anträge eignet. Darüber haben wir auch die Möglichkeit, in den nächsten Wochen zu sprechen. Nach dem Abschiebestopp, auf den sich Auswärtiges Amt und Bundesinnenministerium und zwar auf Initiative der SPD geeinigt haben für die nächsten Wochen. Und ich darf unseren Koalitionspartner auch nur auffordern, in den nächsten Wochen
mal darüber nachzudenken. Ist es eigentlich mit einem guten Rechtsstaat vereinbar, dass der Zufall und nicht klare Regeln darüber entscheiden, ob man in ein Land wie Afghanistan zurückführt oder nicht zurückführt und wem man zurückführt? Und ich finde, es wäre ein Versorgen von Politik, wenn wir nicht eine Einigung über solche Regelungen hinbekommen würden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächstes spricht die Kollegin Katrin Göring-Eckardt von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, das war ein furchtbarer Anschlag in Kabul. Es war übrigens nicht der erste Anschlag. Es gab viele. Es gab vor wenigen Wochen einen großen Anschlag. Und deswegen haben wir vor wenigen Wochen den Antrag eingebracht, über den wir heute hier diskutieren. Und Herr Lischka, nein, wir reden nicht auf der Initiative der SPD heute hier. Wir reden hier auf Initiative unseres Antrags. Und wir reden hier, weil Sie den ganzen Tag darüber nachgedacht haben, wie Sie es wohl hinkriegen, dass sich eine ganze Reihe aus Ihrer Fraktion unserem Antrag zustimmen. Meine Damen und Herren, es ist doch zynisch. Es ist doch zynisch, dass Sie genau in dem Moment, wo ein fürchterlicher Anschlag stattfindet in der Nähe der deutschen Botschaft in Kabul, finden, jetzt müsse man doch einmal die Lage neu bewerten. Das ist ein Schritt, von dem ich sage, erstmal ganz gut für die Situation, in der wir sind. Aber er kommt natürlich zu spät. Er kommt zu spät für viele Menschen, die bereits abgeschoben sind, die in Gefahr sind und die mitnichten sicher sind in Afghanistan. Wir brauchen jetzt endlich einen neuen Lagebericht. Und nein, wir müssen nicht darauf warten, bis die Botschaft in Kabul wieder arbeitsfähig ist. Denn die Fakten liegen auf dem Tisch, meine Damen und Herren. Und schon vor Monaten hat der Außenminister einen Brief bekommen des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, als der UNHCR festgestellt hat, dass Afghanistan kein sicheres Land ist, meine Damen und Herren. Und dem müssen Sie sich endlich stellen. Sie können sich doch hier nicht hinstellen und sagen, wir wissen eigentlich nicht, wie die Lage in Afghanistan ist, meine Damen und Herren. Herr Kiesewetter, Sie können sich hier nicht hinstellen und sagen, wir machen es jetzt mal sachlich. Was ist denn sachlich? Sachlich ist die Tatsache, dass immer wieder Anschläge stattfinden. Sachlich ist übrigens auch die Tatsache, dass Ihre Bundesregierung auf die Frage, die wir ihr gestellt haben, und am 20. April kam die Antwort, welche Region ist denn genau sicher in Afghanistan? Darauf konnten Sie eben keine Antwort geben, und daraus schließe ich doch, keine Region ist sicher. Und es kann doch nicht ernsthaft sein, dass Lageberichte für Afghanistan gemacht werden, indem sich der deutsche Innenminister und der deutsche Außenminister einigen. Das ist doch verrückt. Es kann doch nur so sein, dass das Außenministerium einen Lagebericht macht, und den muss er machen mit den Menschenrechtsorganisationen, mit dem UNHCR, mit den Leuten, die wissen, wie die Lage vor Ort ist, meine Damen und Herren. Das hätte sich Herr Gabriel und sogar schon Herr Steinmeier, hätte er sich abschauen können von Joschka Fischer, der nämlich genau das gemacht hat, als es... Wie bitte? Lassen Sie eine Zwischenfrage zu von Dr. Rosemann? Ich lasse eine Zwischenfrage zu, natürlich, sehr gerne. Bitte schön. Sie müssen ja auch wach bleiben, oder? Frau Göring-Eckardt, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich frage mich ehrlich, was Sie hier eigentlich machen. Sie haben gerade gesagt, der Antrag der Koalitionsfraktionen käme zu spät angesichts der, ich weiß nicht, wie vielen Leute, die schon zurückgeschickt worden wären. Finden Sie das nicht zynisch angesichts der Tatsache, dass die Leute von Landesregierungen zurückgeschickt worden sind, an denen Sie auch beteiligt sind und die Sie teilweise sogar führen? Ich frage Sie, geht es Ihnen hier um die betroffenen Menschen? Geht es Ihnen hier darum, tatsächlich eine realistische Einschätzung der Lage zu bekommen? Oder geht es Ihnen hier um Wahlkampf, Selbstdarstellung, Selbstgefälligkeit und wirklich ein billiges politisches Spiel?
und ich kann Ihnen gerne sagen, worum es mir geht. Mir geht es darum, dass das, was alle Landesregierungen, an denen Bündnis 90 die Grünen beteiligt sind, eingefordert haben. Und das ist ihre Aufgabe. Die haben nämlich alle eingefordert, dass diejenige Ebene, die dafür verantwortlich ist, einen Lagebericht vorzulegen, auf dessen Grundlage nicht mehr abgeschoben wird, dass sie das tut. Und da kann ich Ihnen sagen, dass es dafür nur eine Ebene gibt. Und diese eine Ebene ist das Bundesaußenministerium. Die machen den Lagebericht und niemand anders. Und ich will Ihnen noch was sagen. Ich will Ihnen gerne noch was sagen. Die Lageberichte des Auswärtigen Amtes, meine Damen und Herren, von der SPD sind keine Koalitionsfrage. Die werden nur dort gemacht. Und wenn sich Herr Schulz heute hinstellt und sagt, wir brauchen einen Abschiebestopp, dann erwarte ich doch, ja, dann erwarte ich doch, dass er das schon längst getan hätte. Und dass er schon längst Herrn Steinmeier und Herrn Gabriel gesagt hätte, wir brauchen eine neue Lageeinschätzung. Dort ist die Adresse für Ihre Aufregung, Herr Rosemann. Genau dort, meine Damen und Herren. Und ja, es geht um die Realität und es geht nicht mehr um die Abschiebefantasien, die manche hier haben. Und Herr Lischka, wir sind da nicht in einem Dilemma. Wir sind in vielen Fragen in einem Dilemma, was die Flüchtlingspolitik angeht, ja. Aber in dieser Frage sind wir in keinem Dilemma. Und deswegen sage ich Ihnen eines. Wir stehen an der Seite der Schülerinnen und Schüler von Nürnberg. Wir stehen an der Seite, ja. Wir stehen an der Seite von vielen Menschen, die dafür sorgen in diesem Land, dass Menschen aus Afghanistan hier integriert werden. Und wir stehen auch an der Seite von denen, die dafür sorgen im Kirchenasyl, dass ein bisschen mehr Menschlichkeit hier bleibt. Und ich sage Ihnen eines, weil ich hier immer den Zwischenruf Kirchentag höre. Da geht es nicht um den Kirchentag. Da geht es darum, dass wir in eine realistische Zeit blicken. Und Herr Kiesewetter, wenn Sie gerne realistische Einschätzung wollen, und das sage ich Ihnen jetzt als Letztes, dann sage ich immer mit mitteleuropäischen Maßstäben, die wollten Sie ja gerne anlegen. Im letzten Jahr sind in Afghanistan 3.500 Menschen zu Tode gekommen. In Afghanistan wurden 7.900 Menschen verletzt. Und ein Drittel davon waren Kinder. Das ist die Realität. Das ist die Lage in Afghanistan. Und deswegen zeigen Sie endlich Haltung. Ein Abschiebestopp muss her, jetzt und nicht ein Aussetzen. Jetzt brauchen wir den Abschiebestopp, jetzt brauchen wir sicher. In Afghanistan ist nur eines klar, dieses Land ist nicht sicher. Und zeigen Sie endlich Haltung und zeigen Sie Menschlichkeit und zeigen Sie, dass Sie politisch nicht mehr vor hinkriechen vor Herrn de Maizière und seinen Einschätzungen, der nur eines will, Menschen abschieben. Es geht darum, dass wir klar sagen, Afghanistan ist nicht sicher. Abschiebestopp jetzt, meine Damen und Herren. Als Nächster spricht der Kollege Michael Frieser von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Man stellt sich zum Abschluss dieser Debatte schon die einzig wirklich erhebliche Frage. Worum geht es heute Abend den Grünen eigentlich? Geht es Ihnen um die Frage von Abschiebung oder geht es Ihnen um die Frage von sich selbst und Ihrer Daseinsberechtigung? Es geht in keinem Fall. Man hat fast das Gefühl, dass man eine solche Situation herbeigesehnt hat. Und ich kann nur sagen, es ist der Dramaturgie dieser Debatte geschuldet, dass jetzt ein Nürnberger am Redepult steht. Weil ich Ihnen sagen muss, Frau Göring-Eckardt, ich weiß ganz genau, an wessen Seite Sie stehen. Diejenigen, die in Nürnberg demonstriert haben, die 10 Polizisten verletzt haben, die mit Fahrrädern und Flaschen geworfen haben, waren Linksautonome und keine Schüler. Nehmen Sie das zur Kenntnis. Weil ich das Gefühl habe, dass es bei dieser Debatte schon längst nicht mehr um die Frage einzelner Abschiebungen geht. Wir haben wirklich gehört, wie wir diese Debatte heute geführt haben. Und ich bin voll des Lobes und des Stolzes,
nicht nur über die verantwortungstragenden Ministerpräsidenten, sondern auch der Bundesregierung, die in einer schwierigen Situation genau das herbeiführt, wozu erstens der deutsche Wähler und zweitens das Gesetz uns veranlasst, nämlich in einer Situation eine neue Lagebewertung herbeizuführen, um tatsächlich keine Fehler zu machen. Das ist das, was Recht und Ordnung in diesem Land haben will. Und deshalb bedanke ich mich auch an dieser Stelle beim Bundesinnenminister und dem Außenministerium. Es geht um nicht weniger als die Durchsetzung nationalen und internationalen Rechtes. Wer tatsächlich bei der Frage von Rückführungen in Ländern keine Unterscheidung mehr machen will, ob wir in einem wirklich gerichtlichen Verfahren nach einer schweren Entscheidung in einem Asylverfahren, nach schweren Entscheidungen durch die Instanzen hindurch letztendliche Abschiebungsverfügungen erstellen, oder aber den genauso behandelt, der tatsächlich in einem Asylverfahren in diesem Land als derjenige anerkannt wurde, der hier Schutz hat vor Verfolgung. Der versündigt sich an dem Auftrag nicht nur unserer Bürger, der versündigt sich am Auftrag unseres Gesetzes, weil er letztendlich nicht gegen Abschiebungen ist, sondern gegen den Rechtsstaat. Wer konsequent Recht anwendet, muss auch konsequent Recht dann anwenden, wenn es um Rückführungen geht. Und ich glaube, es ist entscheidend, dass wir die Situation in Afghanistan unter die Lupe nehmen. Wir haben nicht nur gehört, wir wissen es, auch Sie wissen es, dass es sich um eine durchwachsene Situation handelt, dass es sehr wohl inländische Fluchtalternativen gibt. Und in die Richtung der Linken zu sagen, muss man mal, wenn man hier den UNHCR schon anführt, dann muss man zur Kenntnis nehmen, dass unter Mithilfe, Mitorganisation des UNHCR Hunderttausende von Paschtunen aus Pakistan nach Afghanistan freiwillig zurückgeführt wurden. Man kann doch nicht in jedem dieser Fälle sagen, dass man die Leute in ein total unsicheres, in ein total doktrinäres, in ein total zerbombtes Land führen würde. Es führt an der Realität vorbei, wenn man diese Tatsachen nicht zur Kenntnis nehmen will. Und letztendlich bleibt es schon auch eine Frage denjenigen gegenüber, die wirklich ein Anrecht haben, in diesem Land zu bleiben. Es bleibt eine Frage nicht nur der Gleichbehandlung, sondern eine Frage der Humanität, dass wir den Menschen, denen wir auch wirklich zu Recht ein Heim, einen Hafen geben, dass wir denen unser Land zur Verfügung stellen, unsere Kapazitäten zur Verfügung stellen und dass wir sie nicht aufzehren, indem wir alles gleich machen. Das ist ein Davonlaufen vor der moralischen Frage, ein Davonlaufen vor der Tatsache, dass Sie persönlich eine Entscheidung treffen müssen. Und diese Entscheidung heißt nicht, gegen jegliche Art von Rückführung zu sein, sondern diese Entscheidung heißt, die Fälle unterscheiden, die Fälle anhand der Tatsachen des jeweiligen Rückführungslandes, der Situation dort und der Tatsache, ob der Antragsteller in diesem Land ein Recht hat zu bleiben oder die Pflicht hat, zurückzugehen, gerne mit unserer Unterstützung, gerne mit unserer Hilfe. Aber wer das nicht zur Kenntnis nehmen will, der hebelt am Ende diesen Rechtsstaat auf und der hebelt am Ende das gesamte Asylverfahren auf. Deshalb ist dieser Kompromiss richtig. Vielen Dank, Herr Kollege Frieser. Bevor ich diese Aussprache schließe, gebe ich das Wort noch dem Kollegen Omnipur für eine Kurzintervention. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege Frieser, Sie haben gerade ja den Anspruch erhoben, dass es sachlich sein soll. Ich habe das in Ihrer Rede noch nicht gefunden, aber vielleicht kann ich es ja irgendwie, wenn Sie das Protokoll überarbeitet haben, finde ich das sicher. Man merkt auch, wie angefasst Sie sind. Hervorragend. Hören Sie zu. Hören Sie mir zu. Die Frau Bundeskanzlerin hat heute ihren Statement gesagt, man muss die Sicherheitslage sich anschauen, und zwar von Region zu Region zu Region. Wenn man das macht, ist es doch notwendig, wenn die Bundesregierung uns seit Monaten erzählt, dass es sichere Regionen gäbe, dass sie ein einziges Mal auch eine einzige dieser Regionen benennt. Das hat sie bis heute kein einziges Mal gemacht. Erstens. Zweitens. Ich habe am 28. Februar die Bundesregierung in ihrer ungemein großen Kompetenz gefragt. Wo kommen diese Leute eigentlich her? Wo schickt ihr die denn eigentlich nicht zurück? Ich habe hier eine Liste.
Hier gibt es viele, viele Städte, bei denen die Bundesregierung die Herkunftsprovinz in der Spalte daneben nicht weiß. Das ist weiß. Und dann gibt es eine Stadt, die heißt Mashhadi. Es gibt keine Stadt Mashhadi in Afghanistan. Es gibt eine Stadt Mashhad im Iran. Die Leute aus der Stadt im Osten Irans, die heißen Mashhadi. Das ist eine Stadt, in der es sehr, sehr viele afghanische Flüchtlinge gibt seit 1979. Da kommen diese Leute her. Wenn Sie uns jetzt erzählen, es gäbe sichere Regionen und dann auf Ihre Region im Iran verweisen, ist das einfach nur Hohn und Zynismus. Und das Letzte, was ich hier noch sagen will. Es gab einmal einen Generalsekretär der Bundes-CDU. Dieser Mann heißt Ruprecht Polenz. Ich möchte ihn einfach nur vorlesen, was er heute geschrieben hat auf Facebook. Ich zitiere: Niemand zwingt Deutschland dazu, abgelehnte Asylbewerber abzuschieben. Wir können die Abschiebung aussetzen, wenn das Herkunftsland unsicher ist. Ob das der Fall ist, beurteilen wir selbst. Wir können abgelehnte Asylbewerber sogar einbürgern, wenn sie wegen langjähriger Duldung inzwischen unsere Sprache sprechen, gut integriert sind und für sich selbst sorgen können. Es liegt ganz an uns. Der schreckliche Terroranschlag in Kabul sollte uns bei den Abschiebungen nach Afghanistan innehalten lassen. Ich teile die Sorge der Schülerinnen und Schüler in Nürnberg und Duisburg. Ich finde, sie sollten einmal auf den ehemaligen Generalsekretär der CDU hören. Kollege Frieser, möchten Sie darauf antworten? Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Kollege, anscheinend haben sich die Frage überlegt vor dem heutigen Tag und der Tatsache, dass wir genau das tun, was nicht nur das Gesetz, sondern was die Situation von uns erfordert. Ich meine, dass das Auswärtige Amt sehr gründlich über die Fragen zu entscheiden hat, in welcher Region mit den Kenntnissen dort vor Ort, die nicht nur von Beamten, sondern auch von anderen Mitarbeitern zusammengetragen werden. Und letztendlich zeugt es von einem extremsten Misstrauen in den eigenen Rechtsstaat, in die eigenen Fähigkeiten, weil sie um Gottes Willen eines begründen wollen, nämlich die Tatsache, dass sie sich selbst in ein moralisches Recht versetzen wollen. Ich bleibe dabei. Wenn Sie diesen Rechtsstaat anerkennen, dann geben Sie Ihren Behörden, dann geben Sie Ihre Regierung die Möglichkeit, die Lage auch insoweit zu überprüfen, dass sie zum Schluss mit Recht zu dem Ergebnis kommt, es gibt sehr wohl Regionen, es gibt sehr wohl Städte in Afghanistan, an die man auch Menschen hin zurückführen kann. Ich schließe damit die Aussprache. Wir kommen nun zu drei namentlichen Abstimmungen. Tagesordnungspunkt 47n, Beschlussempfehlung des Innenausschusses zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Abschiebung nach Afghanistan aussetzen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 12414 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 12099 abzulehnen. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Ja, habe ich ja gesagt, namentliche. Ich habe gesagt, wir kommen zu drei namentlichen. Ja, das war alles im Ausschuss. Ja. Das habe ich auch gesagt. Also ich bin ja froh, dass wir diesen Text haben. An der Enthaltungstür oben fehlt noch ein Schriftführer. Jetzt sind alle Urnen besetzt, das ist der Fall. Ich eröffne die erste namentliche Abstimmung über die Beschlussempfehlung. Genau. Dankeschön. Jeder das, was er verdient, mein Lieber.
Du hast den nicht. Bitte, Frau Ferdinand. Ich komme morgen mit Münster. Ja, Markus, du musst immer schon aufpassen. Du hast ja den Überblick bei deiner Größe. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgegeben hat? Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Zusatzpunkt 10. Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 12639 mit dem Titel Sofortiger Abschiebestopp nach Afghanistan. Sind die Plätze an den Urnen besetzt? Ja. Ja. Das ist der Fall. Ich eröffne die zwei. Jetzt kommt alle da. Was? Welchen Antrag stimmen wir jetzt ab? Nochmal wiederholen. Ich wiederhole noch mal kurz, wurde darum gebeten, es geht um die Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 12639 mit dem Titel Sofortiger Abschiebestopp nach Afghanistan. Die Urnen sind besetzt, das ist der Fall, das habe ich gesehen. Ich eröffne die zweite namentliche Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 12639. Reihenfolge wäre jetzt aber nicht der Linke Antrag gewesen, aber ist egal. Jetzt ja, danach kommen wir. Ja, erst die Linke, ja genau. Richtig. Nicht durcheinander bringen, sonst wundert sie sich wohl. Ich bitte sonst die Kollegen, die anderen Urnen zu nutzen. Also die Abstimmung ist eröffnet.
Welche? Welche? Die dritte? Die Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die Linke. Es ist die zweite Abstimmung. Dreimal. Das sage ich. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgegeben hat bei der zweiten namentlichen Abstimmung? Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Zusatzpunkt 11. Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Drucksache 12638 mit dem Titel Neue Lagebeurteilung für Afghanistan. Sind die Plätze an den Urnen besetzt? Das ist der Fall. Ich eröffne die dritte namentliche Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Drucksache 12638. Aber kann eigentlich nicht so schön sein wie Melsenwart. Bis morgen, ich bin gleich, meine Kinder hier noch sitzen. Bis morgen, will ich wach werden. Also nach dem letzten Protokoll, die wir gegeben haben, nicht gegeben, in der Regel ist es nicht. Ja. Dann, Frage. Amtieren Sie? Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Wir müssen noch bis Viertel vor eins bleiben. Christian, du bleibst jetzt, ne? Ja, die haben wir gerade. Leider. Ja, ich hätte sie abgenommen, wenn ich danach was hatte, aber wir haben alles zu Protokoll gegeben. Du darfst gerne bleiben. Die Pauschalreiserichtlinie, keine wilde Redeschlacht mehr um 1 Uhr. Leider bei meinen Themen schon. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgegeben hat? Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Die Ergebnisse der Abstimmung werden Ihnen später bekannt gegeben. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 18.